Ich hab die beste Defense rausgehauen, wie man mit diesem Deck überhaupt dann Defense raushauen kann, ne? Alright, 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 Leute, willkommen zurück zu Clash Royale! Supercell hat mal wieder kreative Ideen. Und zwar kommt jetzt das Kampfholz raus. Ein schönes Holz, was du auf das Feld schmeißt und über den Boden rollt. Was? Ist das nicht das Kampfholz? Mensch, aber sowas, aber auch, Mann. Immer guckt euch das mal an. Das liest sich wie Kampfholz. Es sieht aus wie Kampfholz. Verdammt, das ist das Kampfholz. Es kostet nur ein Elixier mehr und es kommt ein Barbar raus. Ansonsten ist die Reichweite geringer. Hype! Hype! Nicht, dass die Karte schon seit Oktober raus ist. Jawohl, Mann. Meine Lieblingsdisziplin. Clash Royale bashen. Nein, ich warte, bis die Sonderangebote kommen, Leute. Dann hole ich mir die Karte. Wozu denn Stress? Wozu denn Stress? Wozu soll ich mich hier stressen? Okay. Okay, das ist eine tricky Wahl, ehrlich gesagt. Machen wir mal die Nupperbahn. Okay. Ich mach drei schnelle Matches. Haben wir hinter uns. Ihr habt die Karte gesehen. Ihr werdet sehen, es ist 1:1 das Kampfholz. Es ist nur nicht legendär und es ist ein Barbar drin. Ja. Ja, eure Meinung, Leute. Was glaubt ihr? Ist das eine phänomenale Idee gewesen von Supercell oder ist das einfach nur schnell zusammengewurschtelt? Die Freunde, die reiben sich jetzt schon die Hände wahrscheinlich über die 5 Millionen Euro, die die gerade verdienen. So, zack. Und zack. Okay. Kriegen wir noch einen Friedhof raus? Ja, ich glaube schon, ne? Lex. Oh, die Rocket verfehlt. Das erste Match ist unsers. Das war's. Das war's mit Lars, aber das war's. Oh, das ist so tot. Es ist so tot. Das erste Match geht so butterweich. So butterweich. Phänomenal. Alles an... Oh, ich hab's noch nicht mal eingesetzt. Ah. Oh, jetzt haben wir es nicht mal gesehen. Schande auf mein Haupt. Geil. Kann das noch 11 Mal so laufen? Weil ehrlich gesagt habe ich keinen Bock auf Tryhard. Ich habe keinen Bock auf Schwitzen. Ich möchte die Karte haben, damit meine Sammlung schön vollständig ist. Und dann warten wir auf die nächste Karte. Psst. Fleischschütze. Ich sag's nur. Nicht, dass ihr denkt, Supercell hätte noch neue Karten in dem Petto. Ja, die haben bestimmt neue Karten in dem Petto, oder so ist es nicht. Die können immer noch Überraschungskarten raushauen, so wie schon der Jäger und die Seppis. Das waren Überraschungskarten, die kannte keiner. Aber Barbarenfass kannte jeder. Das ist so phänomenal, wie das sieht so aus wie das Kampfholz. Im Prinzip könnt ihr das Kampfholz rausnehmen und Barbarenfass reinpacken oder andersrum. Ja, andersrum hatten wir schon jetzt die ganze Zeit, ne? Okay, mal schauen, was er rausbringt. Ja, nichts. Okay. Gute Karte. Ey, die ist bestimmt gut. Die hat bestimmt irgendwo einen sinnvollen Einsatzzweck und so weiter. Keine Frage. Hinterfrage ich auch nicht. Aber es ist halt so verdammt ähnlich zu den Kampfholz. Es ist so fast so 1:1, als ob das die gleiche Sache wäre. Das ist das, was ich hier total seltsam finde. Warum, weshalb? So, zack, okay. Ich bin gerade irgendwie in Sparflamme. So, was machen wir? Ich will einen Lootballon raushauen. Und ich will hier Dinge raushauen. Zack, super. Princess macht ihren Job. Sehr schön. Ein Push, der tödlich war. Tödlich, gefährlich, knusprig, locker, flockig. Oh, ein sehr gefährlicher... Dauer. Sehr gefährlich, Kollege. Sehr gefährlich. Ich find's gut. So. Au. Okay, das ist. Da müssen wir noch drüber reden. Das stand aber nicht im Vertrag, Kollege. Jawohl. Zack. Princess lebt. Schade. Mal wieder. Oh. Zack, okay. Mini-Päcker raus. Ich muss hier Damage vermeiden. Ich will nicht, dass er irgendwie in Feuerballreichweite kommt oder so. Weil ich will in Giftreichweite kommen. Weil ich muss nur noch einmal
Alles klar, hier, Barbarenfass kommt nicht an den Turm dran, ne? Das ist der feine, feine, feine Unterschied. Ist wirklich ein feiner Unterschied, weil es ist nicht unwichtig. So. Oh, das kann giftig werden, ne? Alter, das kann wirklich giftig werden. Merke ich jetzt schon. So, einmal Gift noch. Zack. Sehr gut. Match Nummer 2 geht auch, meine. Dadurch, dass der Barbar rauskommt, hat das auch eine ganz schöne taktische, ein taktisches Element. Ihr habt es gerade mit dem Päcker gesehen, ne? Das darf man nicht verachten. Wie gesagt, die Karte an sich ist nicht schlecht. Die Kopie zu Kampfholz ist natürlich zu sehen, aber ich sehe jetzt die taktischen Möglichkeiten. Match Nummer 6 steht an gegen Gardoschka. Gegen Andros. Привет, собака. Я тебя сейчас... твою сосульку задавлю. Ich weiß nicht warum, aber die Gegner geben mir immer Barbarenfass. Ich finde, das bisher hat sich das eigentlich ganz gut bewährt. Egal, welchen Situationen ich das eingesetzt habe, hat das eigentlich funktioniert. Selbst gegen Koboldfass. Wenn jemand Koboldfass spielt, bam, das Ding drauf. Ist wie Kampfholz. Ist wie ein zweites Kampfholz in deinem Ding. Und jeder mag ein zweites Kampfholz in seinem Ding. Und ja, wie auch immer. Gut, der Trade-off könnte böse werden. Mal schauen, was er an Support raushaut. Zack, weil ich habe keine Damage-Dealer. Ich habe nur einen Damage-Dealer, aber der lässt sich gleich mit Fallen wegschießen, wenn ich nicht aufpasse. Ja, ja, ihr seht. Ne? Ihr seht, ich habe keinen Damage-Dealer. Und jetzt noch das Kampfvoll, Koboldfass. Das. Oh nee, jetzt. Genau jetzt, Match Nummer 6, kriege ich das absolute schlechteste Deck, was ich bisher hatte. Drei Tanks, Riesenskelett. Links die Valkyrie brutzelt mich noch weg, als ob ich nichts. Ich. Alter, nee. Alter, nee. Was, ich habe niemanden, der Schaden macht. Die einzige Karte, die Schaden macht, ist. Hier, Blasrock-Kobold. Was ist das? Also richtigen Schaden. Kein Tank oder Mini-Tank oder Slow oder Range-Einheiten oder was auch immer. Ich habe nur drei Tanks, die Turmschaden machen. Das ist geil. Komm, drück den Blasrock-Kobold weg. Der muss überleben. Der Blasrock-Kobold muss... Schade, ey. Blasrock-Kobold ist so meine einzige Hoffnung hier auf Schaden. Das ist so mies. Oh, das ist Auswahlherausforderung. Das sind echt miese Matchups. Ob man damit noch was drehen kann, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Mein Vorteil sind die Tanks, ja. Das war's aber auch. So. Willkommen wie eine Prinzessin und Eismagier im Alleingang gerade versuchen, irgendwas zu drehen. Ist ein bisschen schwierig. Okay, Prinzess schafft noch diesen Turm. Wunderschön. So, jetzt müssen wir aber hier mal ordentlich Defense machen. So, da setzen wir mal Riesenskelett. Kein Problem. Bedien dich. So, das funktioniert nicht ein zweites Mal. Dankeschön. So. Jetzt müssen wir aber aufpassen, dass die Print... Jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. So. Ah, der zweite Turm ist auch down. Okay, okay. Hatte ja nur Full Defense. Ich habe die beste Defense rausgehauen, wie man mit diesem Deck überhaupt dann Defense raushauen kann, ne? Das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Ich habe keinen Schaden. Ich krieg keinen Schaden. Nee, ich habe den Golem perfekt abgewehrt. Ich habe das Koboldfass perfekt abgewehrt. Jeder meiner Einheiten saß perfekt, aber der Turm ist trotzdem down gegangen. Einfach weil kein Damage in diesem Deck drin war. Das ist ein faires Spiel, deswegen liebe ich Clash Royale. Jedes Match könnte mein letztes sein. Jedes Match könnte mein letztes sein. Aber ich hau immer noch ein Win nach dem anderen raus. Weil ich der Barbarenfassspieler bin. So, weltbester Barbarenspieler. Ich spiele aktuell keiner, nur das ist das Problem. 1, 2, 3. Das sieht wieder nach einem doofen Deck aus, oder? Jedes Mal, wenn ich einen Royal Giant im Deck habe, habe ich die Befürchtung, irgendwo ist noch ein Riesenskelett hinten dran. Okay, machen wir mal Hawkrider-Push. Mega Skill! Magic, Leute. Guck, Bams Damage gemacht. Zweimal Damage gemacht. So viel Skill. Oh, okay. Nein, nichts gegen Hawkrider. So, mal gucken, ob wir schnell ein Barbarenfass auf die andere Seite kriegen.
wie die Prinzessin. Schade. Hat nicht so geklappt. Wollte ich mal ausprobieren. Aber ihr seht, ich kriege immer das Barbarenfass. Keiner will Barbarenfass spielen. Wir haben wahrscheinlich irgendein YouTube-Video gesehen, wo jemand gesagt hat, dass die Karte ist nicht so gut. Ja, glauben die Leute auch. Weil wenn ein YouTuber sagt, das ist keine gute Karte, dann muss man das ja glauben. Glaubt mir alles, was ich euch sage, Leute. Alles. Hinterfragt nichts. Warum habe ich keine Defense? Mann. Genau das meine ich mit. Naja, gut. Ich setze nochmal ein bisschen Skill aus und 16 Hog Rider aus. Oh. Oh. Böse. Okay, wir strengen uns an, oder? Macht ganz schön wenig Schaden. Finde ich. Naja, ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. So. Wir haben seine Karten gesehen. Was hat er eigentlich? Im Prinzip, Dunkler Prinz ist gefährlich. Ich habe keinen wirklich. Ich habe nur den Packer als Defense. Und. Zack, zack. Okay. So, er overspendet jetzt. Overspendet jetzt. Und mein Packer dauert. Ewig. So. So. Okay, ich hab verloren. Ich hab verloren. Das war mega schlecht gespielt. So. Oh, hey. Oh, hey. Das war nicht geplant, aber. Bringt mir nur nichts. Ich habe so gut wie keine. Ja, mein rechter Turm ist so gut wie tot. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Und das ist alles tot. So. Ach komm. Ach komm, wegen 1 HP muss ich jetzt einen Feuerball schleudern. Nee, ohne Scheiß. Das regt mich jetzt auf. Das regt mich jetzt auf. So. Schluck Shade. Naja, sind immer noch 7 Wins geworden. Scheiß drauf. Sparen wir uns die Schwitzerei. Ey, Koboldfass. Kommt mir bekannt vor. Ist fast so gut wie Skelettfass. Ist eh Meta, von daher. Ist auch nur seit Juni Meta. Ist auch nicht so wild. Ist auch nicht schlimm. So, machen wir noch eine Clan-Truhe. Habt ihr Bock noch auf eine Clan-Truhe? Vielleicht kriegen wir eine Trost-Legendary. Aber Scharfrichter. Hatten wir auch. Noch ein kleines Chest-Opening zum Schluss. Oh, Golem. Davon reden wir doch. Das ist doch das, was uns weiterhilft. Nicht so ein komisches Fass, was sowieso nur ein Koboldfass ist. Und Kampfholz. Und das ist die neue Karte. Was sagt ihr? Eine kreativlose Idee mal wieder, die Supercell rausgehauen hat. Wirklich kreativ ist die Karte nicht, sagen wir mal ehrlich. Könnt ihr noch so Clash Royale Fanboy sein, aber wirklich kreativ ist die Karte nicht. Bietet die taktische Möglichkeiten? Ich würde sagen schon. Dadurch, dass der Barbar aufpoppt, kann man damit echt ein paar nice Ablenkungen machen. Andere Einheiten quasi kiten, die gerade irgendwas anderes angreifen würden. Das ist eine taktische Sache, die sehr, sehr, sehr praktisch sein kann. Und ich glaube, da können gute Spieler echt einiges rausholen in der nahen Zukunft. Aber wie so oft wahrscheinlich wird jetzt jeder sagen, die Karte ist schlecht, wird gebufft, ist zu stark, Nerf, OP, Supercell, Kacke. So, das ist hier ungefähr die Reihenfolge, wenn neue Karten rauskommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und gebt mir Pflaster. Flop.